der letzte Schritt ist der V-Schritt. Der heißt V-Schritt, weil wir uns bewegen wie in einem V. Wir gehen rechts diagonal, links diagonal. Jetzt kann man entweder auch wieder rechts zurück zum Platz und links zurückschließen oder man kann das kombinieren mit rechts vor, links vor und zwei Sprünge. Rechts, links, zwei Sprünge. Ich zähle es einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Armeinsatz ist natürlich auch wieder möglich. Wir können parallel zu den Füßen mitgehen. 1, 2 und zum Beispiel springen, als ob wir Seil springen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.